saufen am Eis und sich kotzen am Zwei, aber gehen noch nicht rein. Sorry fürs Experiment. Ich bin schwach, ich gebe es zu. Aber jetzt ist es mir wurscht. So wie Sie Ihr Trinkverhalten schildern, denke ich, wäre es wirklich gut, Sie würden etwas dagegen tun. Mein Wochenende sieht immer ziemlich ähnlich aus. Ich gehe zweimal in Ausgang und trinke häufig Alkohol ohne Mass. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich glaube noch nie eine längere Zeit auf Alkohol verzichtet. Bis jetzt für die Reportage lohne ich nämlich die Finger einen ganzen Monat lang vom Alkohol und es schießt mich Uhren an. Aber was mich noch mehr anschießt, ist natürlich der Zeitpunkt von dem Experiment. An der Redaktionssitzung haben wir im Team besprochen, wie wir die Reportage machen wollen. Ich hatte zu dieser Zeit gerade jedes Wochenende ein Konzert und natürlich auch immer gut Alkohol getrunken. Wenn es noch mehr gegangen wäre, dann hat der alkoholfreie Monat nach meiner Tour gestartet. Aber wäre es nicht ein grösserer Verzicht, wenn du jetzt schon während deiner Tour mit dem anfängst? Ich brauche einen Alkohol. Ich mach's schon. Während meiner Tour einen Monat lang auf Alkohol verzichten, Anschiss. Es ist einfach weniger lustig und es wird hure schwierig. Darum genieße ich jetzt noch eins von meinen letzten Bier. Heute am Abend fängt das Experiment an. Wir sind hier am grossen Hip-Hop-Festival in Zürich. Es ist eigentlich schon normal, dass ich so zwei, drei Bier trinke schon vor einem Konzert und jetzt Wasser. In ein paar Stunden habe ich einen Auftritt. Und ich bin nervös. Ohne Alkohol auf der Bühne ist voll easy gewesen. Also es ist nicht so, dass es etwas gefällt hat auf der Bühne. Im Gegenteil, es war klar gewesen. Normalerweise würde ich jetzt natürlich anstoßen mit den Freunden, Party, saufen, eskalieren und morgen einen schlimmen Kater haben. Sonntagmorgen, ich bin aufgestanden, ohne Kater muss man sagen an dieser Stelle. Trotzdem, der Ausgang gestern nach dem Konzert war eigentlich nicht mega fett gewesen. Ich bin recht schnell heimgegangen, weil ohne Alkohol macht das Ganze nicht so Sinn. Vor allem, wenn alle rundherum trinken. Jetzt bin ich aber wach. Und eigentlich müsste ich jetzt so sagen, mir geht es so gut. Es ist so schön, ohne Kater aufzustehen. Leider bin ich krank. Also das Experiment hat bis jetzt fett reingeschissen. Ja, vielleicht sind es dann Zugserscheinungen, die schon eingesetzt haben. Ich hoffe es wirklich nicht. Aber ich bin gespannt auf die nächsten vier Wochen, weil es können noch die ein oder andere schwierige Situation kommen. Und ich behalte euch auf dem Laufenden. Es ist Montag, ich gehe jetzt meine Blutwerte checken. Ich stehe ganz am Anfang von meiner einmonatigen Alkoholpause. Und die Werte werden wir vergleichen mit dem Schluss von diesem Monat. Und vielleicht sehen wir da Unterschiede. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon Angst. Ich würde jetzt eigentlich nicht sagen, dass ich ein Alkoholproblem habe. Aber laut Bundesamt für Statistik trinkt jeder fünfte Schweizer missbräuchlich Alkohol. Und das heisst, sie trinken zum Beispiel zu viel oder zu häufig. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist vor allem Rauschtrinken angesagt. Und das ist dann risikoreich, wenn man mindestens einmal im Monat mehr als 4 bis 5 Stangen Bier pro Abend trinkt. So, schönen Tag. Dankeschön, danke für alles, merci. Ich bin stocknüchtern an einem Hotspot vom Alkkonsum und wollte von den Leuten wissen, ob sie sich auch einen Monat ohne Alk vorstellen könnten. Ja, also das Experiment selber schon, absolut. Aber jetzt in der Weihnachtszeit bin ich nicht so ganz sicher. Ganz ehrlich gesagt, nein. Weil wieso nicht? Ja, Alkohol ist für mich ein Genussmittel und wie soll ich sagen, wäre es ein Einschnitt in mein Leben, sage ich jetzt mal, in meiner Lebensweise. Was denkst du, ab wann hat man ein Alkoholproblem? Wenn den Tag nicht mehr überstehst ohne Alkohol? Ja, ich glaube, wenn man jeden Tag mehr als ein Glas Wein trinkt. Keine Ahnung. Ich meine, das Alkoholproblem kommt ja eigentlich recht schnell. Ich meine, es kann ja nur sein, dass wenn du jeden Abend nach dem Arbeiten etwas gehst, trinken oder so, also ein Bier, schnell mal wird es 2, 3 und du findest es jeden Abend und du findest es jeden Abend hacken. Also es kann ziemlich schnell kommen, vor allem sehr unauffällig so. Also du kannst es gar nicht raffen eigentlich, weißt du. Als abhängig würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, weil laut Definition ist man alkoholabhängig, wenn man ein extrem starkes Verlangen nach Alkohol hat, wenn man den Konsum immer weniger kontrollieren kann und wenn man immer weniger andere Interessen hat.
Was Abhängigkeit genau heisst, das erfahre ich jetzt. Ich gehe zu der Sibyl. Sie hat mit 25 Jahren von Trinken und ist jahrelang alkoholabhängig gewesen. Sie geht regelmässig an Treffen von den anonymen Alkoholikern und möchte darum auch im Interview anonym bleiben. Ich bin mit Kolleginnen einfach in den Ausgang zu Bern dann noch, und wir haben getrunken und getrunken und getrunken und irgendwie... Man ist dann immer am Donnerstagausgang, Freitag ist man nicht mehr so wirklich, ist man schnell mit dem Büro Zeit umbringen. Am Samstag weiter gefestet und am Sonntag, ja, nachher hat die Erholungsphase angefangen. Aber das ist eigentlich, also jetzt sehr blöd gesagt, eigentlich so wie ein normaler Umgang, den ich irgendwie auch noch gut kenne, der Umgang mit Alkohol. Ja, natürlich, dann habe ich das Gefühl, das macht ja jeder so. Und ich war auch nicht die Schlimmste, habe ich das Gefühl gehabt. Es hat einfach... Irgendwann wird es immer mehr und als ich dann realisiert, dass ich auch daheim, also sie vor allem daheim getrunken habe, allein, dann ist es schon zum Problem geworden für mich. Was denkst du, was war der Hauptgrund, dass du gefunden hast, ich muss jetzt alleine für mich trinken? Ja, es ist einfach stressig geworden, weil irgendwann habe ich den Alkohol gebraucht, so gegen Abend. Ich habe meistens erst gegen Abend angefangen zu trinken. Und wenn ich dann irgendwo war, wo es jetzt irgendwie eine Flasche Prosecco für 7 Leute gegeben. Dann habe ich gefunden, nein, scheiße, dann gehe ich lieber irgendwo schnell heim und trinke so viel, wie ich will. Und das ist alles für mich. Und nachher kann ich dann immer noch in Ausgang oder irgendwie. So die Angst, zu kurz zu kommen oder nicht auf den Pegel zu kommen oder nicht zu können, das Maximum rauszuholen aus dem Abend oder aus dieser, wie soll ich sagen, ich kann das schon noch nachfühlen. Ich einfach wollte meinen Stress vergessen. Ich habe mir eingeredet, ich habe noch alles im Griff. Aber tief in mir selber habe ich es schon gewusst, dass ich irgendwie etwas machen sollte. Wenn ich da frage, wie lange hast du nicht mehr Alkohol getrunken? 8 Jahre. Hast du Angst vor einem erneuten Rückfall? Ja, also ich bin einfach vorsichtig. Ja. Also ich sage nie, es kann nicht, mir kann das nicht passieren. Es besteht die Gefahr. Und ich sage mir auch immer, ich bin einfach für heute nüchtern. Ich sage, ich bin bis an mein Lebensende nüchtern. Weil das kann ich mir nicht sagen. Einfach heute, nein. Welche sind denn für dich die schwierigsten Momente gewesen, nüchtern zu bleiben? Also ganz am Anfang klar, so Abendanlässe oder eben so Aperos oder Fest oder Weihnachten oder Geburtstag. Das waren so ein bisschen Sachen, die ich Angst hatte davor. Aber manchmal ist es so ganz alltägliches Zeug. Manchmal kommt out of the blue und der Gelust nach, oder das Bedürfnis nach einem Schluck Alk. Und das finde ich noch fast die gefährlicheren Situationen, weil es kommt einfach. Du hast damals mit einer Kollegin getrunken. Das meiste, also in den meisten Fällen ist es so wie eine Phase bei vielen Leuten. Die hören dann irgendwann auftrinken, wachsen aus dem raus. Bei dir ist es weitergegangen. Was denkst du, wieso ist es bei dir weitergegangen und bei ein paar ist es nur eine Phase gewesen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also meine Kollegin hat ein ähnliches Leben geführt wie ich. Wir hatten den gleichen Job und sie ist einfach irgendwann... Ich glaube, es ist eine Frage von Sucht, ob man süchtig ist oder ja, ob es zur Sucht wird oder nicht. Und warum es bei jemandem zur Sucht wird und bei jemandem nicht, das ist schwierig zu sagen. Also es, ja. Ich persönlich auch ein bisschen erschreckend gefunden, die Bezeichnung, sie ist ein Suchtmensch. Und ich würde mich selber auch als Suchtmensch bezeichnen. Und vor allem die Situation mit der Kollegin, wo dann wie, mit der hat sie amigs getrunken. Und für sie war es mehr als eine Phase gewesen. Und ich bin halt auch gerade voll in dieser Phase drin. Und ich bin jetzt halt wirklich unsicher. Ist es für mich auch eine Phase? Wachse ich aus dem raus? Dass ich sicher auch Tendenzen habe, die gefährlich sein könnte, das definitiv. Ich habe mir wirklich vorgenommen, durchzuhalten mit meinem trockenen Monat. Es ist Halbzeit und heute ist das Abschlusskonzert von meiner Tour. Uns ist alles scheißegal. Es ist das Highlight von meinem Jahr. Ich bin fucking nervös und auch fucking nüchtern gewesen. Ich bin vorher rausgegangen nach dem Konzert. Tourabschlusskonzert war Bombe und jeder zweite Mensch wollte mir einen Shot antreiben. Und ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich habe 8 Shots getrunken. Und wenn schon untergehen, dann richtig. Ab morgen geht es weiter, ziehe ich es durch, noch 2 Wochen, wo ich durchstehen muss. Aber heute ist es scheißegal. Es tut mir leid, ich habe es verkackt. Sorry fürs Experiment. Ich bin schwach, ich gebe es zu. Ich bin eine schwache Person. Aber jetzt ist es mir wurscht. Und ich gehe jetzt in den Ausgang. Tschüss.
Ich habe immer das Gefühl, ich habe kein Alkoholproblem, ich habe es vollständig im Griff. Aber jetzt habe ich bewiesen, ich schaffe es nicht mal einen ganzen Monat auf Alkohol zu verzichten nach dem Fail. Ich bin verunsichert, habe ich gleich ein Alkoholproblem. Ich frage den Peter Eckli von der Suchtfachstelle Zürich. Ich hatte schon immer das Gefühl, ich habe wahrscheinlich auch eher ein problematisches Verhältnis mit Alkohol. Ich meine, ich bin 25, trinke wahrscheinlich so regelmässig am Wochenende, seit ich 16 bin. Sorry, Mami. Und auch viel bis zum Filmriss und auch bis völlig Gaga im Kopf. Wenn ich zu schnell trinke, das ist immer schon so, dann tut es mir wie einen Schalter um und dann, dann bin ich völlig eine andere Person. Ja. Wenn ich so zusammenzählen und so durchgehen, was habe ich alles getrunken? Verschrecken Sie selber? Verschrecke ich selber, weil ich denke so, hey, ich frage mich immer, wie viel Promille habe ich echt gehabt? Ja. Also Sie haben sich dann schon gar nicht vorgenommen, maximal so viel oder so, das haben Sie? Das mache ich mir nie. Nein, das nehme ich mir nie vor. Ja. Ich will mich so wie nicht einschränken. Ja. Ja, okay. Ja. Wenn schon, dann gerade Vollgas. Wenn schon, gerade richtig, ja. Also das ist eigentlich, das kann man glaube ich auch so festhalten. Wenn ich saufe, dann richtig. Ja. Aber so unter der Woche dafür, sonst nicht, ich brauche kein Feierabendbier. So. Ja. Das ist mir so, wenn, dann richtig. Das ist so mein Motto. Gibt es eine Bezeichnung für das Trinkverhalten von mir? Also es geht ja... Ja, Sie sind ein typischer Raustrinker, wenn man so will. Das ist so, ja, ein Absturztrinker, sage ich mit dem, ja. Und mit der Zeit dehnen sich eben die Rauschzeiten aus, oder? Das heisst, es wird über die Länge gesehen bei vielen nicht bei dem bleiben, sondern es wird dann halt eben noch mal einen Tag mehr oder es braucht noch mehr Alkohol, oder? Wenn Sie jetzt das alles gehört haben, das ich erzählt habe, was würden Sie sagen, Herr Eckli, habe ich ein Alkoholproblem? Sie haben Filmriss, das ist sicher ein alarmierendes Zeichen. Und Sie konsumieren im gleichen Art weiter, obwohl Sie wissen, dass es immer wieder Schwierigkeiten gibt wegen dem. Und das sind eigentlich wie Risikozeichen, oder? So, oder? Hört das irgendwann auf? Also ist das eine Phase, wo bei den meisten Leuten 90% geht es vorbei und dann ist das wieder chillig? Das mit dem Überwinden und Auswachsen, das gibt es schon. Das ist häufig dann, wenn man in eine neue Lebensphase hineinkommt, oder? Das ist zum Beispiel dann, wenn man beruflich merkt, aha, ich muss mich jetzt wirklich dahinter klemmen. Ich muss, glaube ich, ein bisschen zurückstecken mit dem Trinken. Oder wenn man langsam eine Beziehung oder Familie hat. Dann können die Leute häufig so weniger trinken. Und so wie Sie Ihr Trinkverhalten schildern, denke ich, wäre es wirklich gut, Sie würden etwas dagegen tun. Oder so. Nicht einfach darauf warten, dass es vorbei ist, sondern sich wirklich mit dem auseinandersetzen, was von dem kann ich, wo kann ich da etwas tun. Ja. Schwarz auf weiß, ich habe ein Alkoholproblem. Nein, es war erschreckend, irgendwie das zu hören. Weil über Alkoholkonsum redet man glaub, nicht so, weil es für alle Leute ja ziemlich normal ist. Aber jetzt mal so zu hören, vor allem was ich selber so erzählt habe, schon erschreckend. Und jetzt weiss ich es eigentlich definitiv. Irgendein Alkoholproblem habe ich schon. Die Frage ist, hast du auch ein Alkoholproblem? Siehst du irgendwelche Parallelen? Schreib es da unten in die Kommentare. Der alkoholfreie Monat ist jetzt definitiv vorbei. Ich habe das Gefühl, ich habe mich körperlich nicht mega verbessert, aber vor allem psychisch. Ich habe bessere Laune, habe am Montag vor allem mehr Energie. Wegen körperlichen haben wir am Anfang des Experiments Blutwert genommen und dann am Schluss des Experiments noch Blutwert genommen. Ich persönlich habe keine Ahnung, was da drauf steht, aber der Herr Dr. Kählin hat Ahnung und er erklärt mir jetzt die Werte auch noch. Jetzt, ich habe gestern das Labor, das Sie dort haben, angeschaut und habe eine grobe Analyse gemacht. Die Laborwerte in Bezug auf Leber oder so etwas, die sind gut. Müssen Sie so sehen. Da wäre null, da wären Ihre Leberwerte und an der Decke oben wäre es gefährlich. Ich kann Sie ja im Moment entwarnen, es ist da nichts Tragisches im Laufen. Aber wenn Sie ein Leben lang so durchgehen, könnte durchaus sein, die Leber mag nicht mehr nach. Könnte passieren. Aber was ich Ihnen eigentlich möchte ans Herz legen, ist Folgendes. Wenn wir Alkohol trinken, belasten wir das Hirn. Das ist kein Zweifel. Und wenn wir das chronisch über lange Zeit tun, dann schädigen wir die klare Denkfähigkeit des Menschen. Das heisst, ich habe einen Wunsch für Sie. Okay. Und der Wunsch sieht jetzt so aus. Das war das letzte Mal for life.
Also sich nie mehr Alkohol trinken? Ich habe gesagt, das wäre mein Wunsch für Ihr Hirn. Okay, ist das nicht auch ein bisschen unrealistisch? Natürlich ist es unrealistisch. Ich habe jetzt gesagt, mein Wunsch für Sie. Ich habe nicht gesagt, therapeutische Anweisung. Okay. Ich habe schon gewusst, dass es ungesund ist für das Hirn, wenn man viel Alkohol trinkt. Das haben wir jetzt den Suchtexperten bestätigt, jetzt noch der Dr. Kählin. Ich persönlich habe mega Angst davor. Ich habe gemerkt, als ich viel Alkohol getrunken habe, war mein Hirn nicht mehr so belastbar. Ich bin vergesslicher geworden. Und da ist schon Angst drum, dass sich das verschlechtert, weil mein Hirn ist mein Kapital. Ohne das kann ich nicht funktionieren. Hast du das Gefühl, du hast ein Alkoholproblem? Hast du das Gefühl, dein Umgang mit Alkohol ist problematisch? Es gibt ganz viele Stellen, wo du dich melden, Beratungsstellen. Und lass uns noch weiter diskutieren. Hier unten in den Kommentaren kannst du dir vorstellen, auch so einen alkoholfreien Monat zu machen wie ich. Kannst du dir vorstellen, deinen Alkoholkonsum zu reduzieren? Wir schreiben miteinander.